Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Wardrobe. Und ich würde fast behaupten, wir sind relativ beim Schluss. Würde ich wirklich behaupten, obwohl wir noch ein paar Sachen haben. Wir sind dabei stehen geblieben, dass wir immer noch diese Banknoten hier in Münzen umwandeln müssen. Also wir brauchen ja Münzen für die Telefonzelle, damit wir den Transportdienst anrufen können und uns direkt dahin liefern können zu Ronald. Die Frage ist nur, wie wir das machen. Das Einzige, was ich jetzt überlegt habe, ist, dass uns die Zeitmaschine helfen kann. Wir hatten ja 1861 oder 63 hatten wir das Jahr, dass der Kessel da auch stand. Und ich habe überlegt, weil vorher schwammen hier ja diese Äpfel drin und in der... Also 1863 waren es ja nur noch die Kerne. Ich habe überlegt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich versuche es jetzt einfach mal, die Scheine in Kessel zu tun und dann zurückzureisen. Ja. Okay, alles klar. Das war sogar richtig. Okay, dann gehen wir mal 1863 und gucken da erstmal. Also es ist natürlich... gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, okay, es hat funktioniert. Wir haben jetzt antike Münzen. Empty. Okay, es ist leer. Gut. Dann können wir aber jetzt das Umzugsunternehmen anrufen. Beziehungsweise diesen Express-Lieferdienst. Und können uns einfach liefern lassen. Die Frage ist natürlich, wir haben zum Beispiel beim Friedhof haben wir noch, beim Friedhof hatten wir noch hier, na, Gott, was wollte ich jetzt sagen? Genau, dieses hier Handtuch hatten wir noch, dann den Heiligenschein, dann den Fluxkompensator. Also es sind noch ein paar Sachen, geschweige denn, was mir die ganze Zeit im Kopf halt bleibt, ist dieser... bei der Mumie hätte ich beinahe gesagt, bei der Pharaonin, den Traumfänger, den brauchen wir vielleicht bis ganz zum Schluss. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt ins Museum gehe, nimmt er jetzt den mit, bevor wir jetzt alles andere versuchen? Perhaps it's the very last thing I need. Das allerletzte, was ich noch brauche, okay. Das nimmt er also nicht. Okay, dann gehen wir jetzt hier wieder zurück zur Party. Weil ich denke, es kommt jetzt wirklich nicht mehr viel. Boah, dieser Bass, alter Falter. Okay, ich schreibe mir mal die Nummer auf. Ich habe mich ja vorbereitet. Und zwar ist es 00. Jetzt schreibt mein Kuli nicht. Moment. So, 00 845 845 8901. Okay, dann ist das hier nicht aus. Oh Gott. Ist das nicht auch Fallout? Oh Gott. Erschlagt mich nicht, wenn ich jetzt gerade falsch bin. Aber ich bin der Meinung. Es ist auf jeden Fall aus dem Computerspiel. Es müsste doch eigentlich sogar sein. Also es gibt... Ja, das ist Fallout. Naja, ist ja auch Jacke wie Hose. Ich habe sowieso nicht gespielt, aber ich habe es als Let's Play selber geguckt bei Gronkh, aber ich habe es noch nie selber gespielt. Was wollte ich jetzt? Ich weiß jetzt nicht... Ach ja, ich wollte da bleiben. Ja, man merkt, ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe da jetzt echt keinen Schluss erzählt, aber wenn, ne? Kann ich eigentlich hier mit... Nee, kann ich nicht, okay. Dann gehen wir mal zur Telefonzelle. Und werfen jetzt die antiken Münzen rein. Damn, it doesn't accept this kind of coin. Maybe it's because phone booths didn't exist in 1863? Hä? Wie?
Damn, it doesn't accept this. Maybe it's because phone. Oh, nicht dein Ernst. Okay. Weil es 1823. Okay, dann tun wir das mal in den Kessel rein. I'm running out of ideas. Hä, was soll ich denn jetzt machen? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Kann ich die Münzen da jetzt reintun? Done. Okay, das hat funktioniert. Da müssten da ja jetzt wieder Scheine drin sein. Aber warum funktioniert das nicht? Jetzt habe ich wieder Scheine. Okay, wir drehen die nochmal und machen mal 1981. Wir tun den. Dann. Aber 1981 war da ein Kessel. 1981. Ich wäre da jetzt so tausendprozentig davon überzeugt gewesen, dass das so funktioniert. Da hat er die Scheine. Done. Wir versuchen mal 1861. Mal gucken. 1861. Aber 1861 war doch kein Kessel, es war doch 1863. Genau, da ist kein Kessel. Es muss also 1863 sein. Warum funktioniert das jetzt nicht? Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Warum funktioniert das jetzt nicht? Okay, ich leg das nochmal hier hin. Und dreh das nochmal um. Und reiß jetzt nochmal 1863. Okay, da geht nichts. Da machen wir 1981. 1981. Aber er macht 1863. Er stellt das gar nicht um. Moment. Moment, 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 ich habe einen Gedankenfehler. Hin und her, dass dem nicht schlecht wird. Naja, er hat ja keinen Magen mehr, er kann ja nicht mehr kotzen. So, dann 1981. Ah, genau, ich musste noch auf Bestätigen drücken, ne? 1981, bestätigen, genau, und jetzt. Thank you.
Ja, da ist wohl eher die Zeit. So. Ist das jetzt richtig? Ja, Gott sei Dank. Penny, ja. Gott, wir hatten antike Münzen. Mensch, da muss man auch noch dran denken. Okay, dann haben wir jetzt aber den Penny und jetzt können wir auch anrufen. Hoffentlich. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch irgendwas kommt. So, hier haben wir den Penny. Before you put in the coins, you should pick up the receiver. Ja, okay. So. 0 0 8 4 5 8 9 0 1. Hello, Hippie Express Courier. How can I help you? Good evening. I'd like to arrange the delivery of a casket to number 13 Friday Avenue. Expenditures are charged to the consignee. Are you aware of the packaging regulations of our service? Tell me. To avoid damage during transportation, we ask you to wrap the object with a material that can soften impact. Usually, it's plastic or bubble wrap, but you can use any solution you prefer. Yes, that's no problem. We also ask that the outer casing of the package is absolutely water-resistant. It might seem a strange demand, but in the past, our drivers have shown a certain fondness for watercourses in this area. I'm equipped for that too. And finally, it is necessary to identify the package with a written note clearly indicating its contents. Yes, Alex, I have the solution. Sorry, I don't think I heard correctly. Oh, I mean, no problem. I'll authorize a courier for your delivery. Thanks for calling us. Goodbye. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Das haben wir alles schon im Inventar. Alles klar. Sprühdose, Mullbinden und das nimmt er alles als Verpackung. Okay, dann verpacken wir mal den Schrank. I'm waiting for a courier to take the wardrobe away. Could you maybe pack me inside using this kit? I have to create a nice prank. Dude, I'm always ready to help out with these kind of things. I wish I could see his face. I can't imagine what a fright he will have. Neither can I. Believe me. Ronald, wir kommen! Wir müssen Ronald ja sagen, dass wir immer noch existieren. Oh. Das ist doch der Typ, den wir schon mal hatten beim Umzugsdienst. Oh oh. So, hallo Leute, da bin ich wieder. Ich musste eben alles nochmal spielen vom letzten Speicherpunkt aus. Also es war Gott sei Dank nicht viel, aber oh Gott, ich hoffe, das klappt jetzt. Also ich habe jetzt das Spiel auch auf Fehler überprüft. Er hat zwei fehlerhafte Dateien auch gefunden und drückt mir bitte jetzt die Daumen, dass das jetzt nicht wieder abkackt, das Spiel. Weil das wäre wirklich sehr, sehr ärgerlich. Dann würde es nämlich bedeuten, dass wir das Spiel nicht zu Ende spielen können. Oh, ich hab richtig Schiss gerade, Leute. Ey, das kann nicht sein. Bitte, 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 bitte. Also direkt nach dieser Filmsequenz, wenn Ronald die Plane wegschneidet, kommt kurz, ganz kurz blitzt dann Loading auf und dann war's das. Also bitte, bitte, bitte. Es muss funktionieren. Bitte.
Okay. Oh Gott sei Dank, es hat geklappt. Ronald, wake up. Ronald, it's me, Skinny. Errungenschaft freigeschaltet, Wiedervereinigung. Oh Gott, Leute, ich bin gerade so froh. Ich bin gerade so froh, dass das geklappt hat. Oh Gott, ich hatte das nämlich nochmal hier zu dem Punkt gespielt und hatte dann gespeichert und hab dann noch nicht auf Fehler überprüft gehabt und hab's dann nochmal versucht und dann ging das wieder nicht. Und dann habe ich erst auf fehlerhafte Dateien untersucht. Oh, ich bin so froh, dass das jetzt funktioniert. Echt, oh Gott. Okay. Ronald ist vor Schreck ohnmächtig geworden. Jetzt ist er wieder wach. Erkennst du mich denn wirklich nicht? Du konntest das mit meiner Allergie nicht wissen. Tut mir leid, dass du so sehr leiden musstest. Okay. Erkennst du mich denn wirklich nicht? Do you really not recognize me? Remember? Me and you were going to conquer the world. We kept on saying that we were meant to do great things. Well, in a way, I guess that happened, but nobody could have imagined all this. Du konntest das mit meiner Allergie nicht wissen. You couldn't know about my allergy. Even I wasn't aware of it. Ultimately, there are a lot of perks to being dead. I have an infinite amount of free time, and I can eat everything I want without being worried about my weight. I'm even immune to electricity. Like I'm a superhero. Tut mir leid, dass du so sehr leiden musstest. I'm sorry you suffered so much. I know how tough things have been for you since that day. You have nothing to blame yourself for. Believe me, I have nothing to blame you for. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. I couldn't breathe. I just heard you screaming. It wasn't difficult to understand what was going on. But incredibly, that was the last thing I remember. No light to follow. No extracorporeal experience. Just a big nothing. Disappointing, don't you think? When I finally woke up, all was dark. It took me a while to realize I was in a wardrobe. In this wardrobe. I know, it's really absurd, but it's the truth. I've been brought back to life and now I'm a skeleton. Du musst wieder zurück und reden. You have to go back to talking. If you don't tell somebody about what happened that day, you'll end up being damned for eternity. That's why I'm here. Because I love you, Ronald. Skinny. Oh. Skinny, wait! Don't go! Und Skinny ist weg. Die Wardrobe. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das war die Wardrobe. Am Ende hin, meine Güte, echt. Ich habe echt das Flattern hier gekriegt. Ich habe echt gedacht, wir können das Ende nicht spielen. Ich habe dann schon überlegt, okay, es wäre zwar blöd gewesen, aber dann hätte ich irgendwie geguckt, dass ich es irgendwo anders herkriege. Aber, oh, Gott sei Dank konnten wir es zu Ende spielen. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass der Tod da war. Er war auf der Party, also er war uns ganz, ganz nah auf den Fersen. Und das wäre richtig in die Hose gegangen, wäre Ronald dann verdammt gewesen. Aber wir haben es geschafft, wir konnten Ronald retten. Und, oh Gott, die Endszene war ja wohl richtig toll. Also die war wohl richtig, richtig schön. Ich bin richtig froh, dass das jetzt geklappt hat. Es hat wirklich mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Obwohl ich sagen muss, es war wirklich ein Point-and-Click-Adventure der gehobeneren Klasse, würde ich sagen. Was die Rätsel teilweise betrifft. Weil teilweise ist es wirklich so absurd gewesen, allein mit den Zeitreisen und den Apfelkernen und dem Geld. Wenn man das nachher raus hatte, okay, aber ihr glaubt gar nicht, wie viel ich
außerhalb der Aufnahme rumgerätselt habe, damit es einfach nicht zu langweilig wird. Also ich will gar nicht wissen, wie lange. Also es ist wirklich, bin zu jedem Ort gegangen, habe alles mit allem kombiniert, bis ich wirklich auf die Lösung gekommen bin und Schritt für Schritt weitergegangen bin. Manche Sachen konnte ich mir denken, aber manche Sachen waren auch wirklich gar nicht so einfach. Aber das hat auch was Gutes, weil es wirklich dann mal nicht so easy peasy ist, sondern man muss wirklich auch mal sein Köpfchen anstrengen. Und ich kann es wirklich nur für erfahrene Point-and-Click-Adventure-Gamer wirklich nur empfehlen, das Spiel zu spielen, weil es hat wirklich Spaß gemacht, die ganzen Easter Eggs zu sehen. Es war wirklich so viel dabei. Ich habe wirklich gar nicht so viel nachher mehr gesehen, weil ich mich nachher wirklich auf dieses Rätseln konzentriert habe. Aber es hat wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß mir gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gebracht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst doch gerne ein Däumchen da. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ja, ich würde mal schauen. Ich weiß gar nicht, was als nächstes auf meinem Kanal kommt. This party really died. Ah, yes. I almost forgot. You're dead. Oh mein Gott!